doch. Castrop-Rauxel, Stadtteil Habinghorst. Was ist das hier? Ja, das ist Deutschland. Castrop, Dingsdabums, Rauxel. El Paso ist hier aus Steakhaus mit Stiel. Das Steakessen, das ist auch vorbei mit dieser Rinderseuche und so. Da kümmert sich keiner mehr um. Geradeaus ist Rauxel, Rathaus und Europahalle. Links ist Ickern. Weiter geht's hier. Automobile Lörig. Lörig. Hier an der Ecke. Einer mit Migrationshintergrund, der interessierte sich für die Autos. Oder hat es gesehen und hat sich die angeguckt. Interessiert sich auch schon fürs Autofahren. Links ist das Gasthaus Habinghorst. Ja, siehst du hier. Da links ist so eine Skaterbahn, die kann ich hier nicht zeigen, aber kann ich von erzählen, dass da allerhand Kindlein rumlungen. Aber sie haben jetzt, anders als bei uns, haben sie schon noch Ferien. Ja, die sitzen alle. Und ein bisschen spielen sie auch da. Und Rollerskatern. Ja, das ist gut auch so, ne? Haben sie wenigstens was zu tun. Als wenn sie klauen gehen oder sowas machen. Hier Eindrücke teilweise interessant. Umweltzone hier auch, überall. Auf jeden Fall bewerten wir ihn touristisch und wie der Eindruck, der auf uns gewirkt hat, wie der dann so darzustellen ist in einer Skala. Harrys Party Service ist hier. Und da gibt es von 1 bis 10 die Bewertung. 10 ist das schlechteste. Das Beste. Ja, und dann haben wir heute haben wir schon eine 9,6 vergeben. Recklinghausen war das, glaube ich. Ja. So, Pause. Links ist der Torgul Grill. Ein Spießgriller,
hat eigentlich so einen Spieß abgebildet. Ja, das ist hier der Bahnhof oder was das ist. Oh, die leben alle friedlich zusammen, das ist auch schön sowas. Polsterer gibt es hier. In Castrop-Rauxel, auch vollgeschmierte Wände, rechte Seite. Die Schulstraße ist das hier. Tapas Bar, Restaurant. Westfalen Apotheke, rechts wieder. Pizza Express haben wir hier. Der Bus fährt nach Ickern. Ja, es ist ein buntes Pflaster teilweise. Rauxel kriegt dann auch eine Bewertung. Und an sich geht das hier noch. Dortmund mal links. Jetzt hier gleich, ne? Wahrscheinlich hier gleich. Genau. Wir geben Castrop Rauxel, also Ortsende. Bewertung 9,1 auf der nach oben offenen Verkommenheitsskala. 10 ist das eigentlich in der Regel das Maximum, aber für dort Castrop-Rauxel geht das alles noch. Ne? Noch ein bisschen Distanz zu 10. Alles klar. Alles Gute hier und dass ihr gut zusammenlebt und tschüss. So, Stadtteil Castrop und Castrop-Rauxel ist das hier, Kreis Recklinghausen. Castrop. Ja. Am 22.08.2013. Und Rauxel war da vorne, da habe ich eben schon bewertet. Das war das 9,1. Auf der nach oben offenen Verkommenheitsskala. Hier ist der Roma-Grill. Das ist hier Castrop, die Luisenstraße. Gucken wir mal, was sich hier so bietet. Ja, das ist ja wohl dörflich eher, ne? Rauxel hört sich eigentlich auch ein bisschen rau an, ne? Ein bisschen rustikaler. Und Castrop. Wenn man nur die beiden Namen vergleicht oder zusammen nimmt, dann nimmt man doch lieber Castrop, ne? Oder nicht? Gut. Castrop kriegt eine 7,5 auf der nach oben offenen Verkommenheitsskala. Das ist schon besser. Und tschüss.